Aber eine sehr gute Anreise, dass wir wirklich mit Intensität Fußball spielen, aktiv Fußball spielen. Drückst du auch? Nee, ne? Doch, doch. Ach so. Ist es geil, gleich mit dem Derby zu starten. Und du bist gut angekommen, ja, bei uns. Gestern Nachmittag sind wir geflogen, Thomas Spodok und ich, dann Volkan Bulut, Daniel Fischer, die sind mit dem Zug angereist und hatten jetzt gestern schon ein kleines Meeting gehabt dann auch für die nächsten Tage und war aber eine sehr gute Anreise, kurzer Weg zum Hotel und dementsprechend war alles gut. Du hast es angesprochen, zunächst wirst du Berlin dann im Hotel kennenlernen, ja. Oder wie ist da der Plan? Ja, so wird es sein. Also klar haben wir uns schon darum bemüht auch, was Wohnungsbesichtigung, Hausbesichtigung angeht. Und jetzt haben wir natürlich auf die Schnelle noch nichts gefunden, obwohl wir auf einem guten Weg sind. Also gestern war auch schon mal eine Hausbesichtigung, die ich dann hatte, bevor ich zum Hotel gefahren bin. Wird sich dann die nächsten Tage dann, werden wir die nächsten Tage das dann so vereinbaren, dass wir dann auch das Hotel haben, das Haus dann besichtigen und dann schauen wir mal. Und die 3-9 Herthaner, sag ich mal, die du mitgebracht hast, was kannst du zu dem Trio erzählen? Ja, Daniel Fischer ist Co-Trainer Analyse, der das Bindeglied ist, was Analyse. Ach, nicht, dass wir da direkt reinlaufen. Genau, dein Trainerteam. Wir waren bei deinem Trainerteam stehen geblieben. Ja, wir haben Daniel Fischer, der jetzt neu auch Herthaner ist, der Bindeglied ist, was Analyse betrifft, zu uns im Trainerteam. Dann Mannschaftsanalyse, Individualanalyse, gruppentaktische Analyse. Dann haben wir Volkan Bulut, klar, ganz, ganz eng dann in unserem Austausch im Trainerteam, was Trainingsplanung angeht, Gegneranalyse. Eigene Spielanalyse mit Thomas Spodok dann auch zusammen, den ich auch sehr gut kenne, mit dem ich zusammengespielt habe, der auch Co-Trainer-Erfahrung hat, schon Cheftrainer-Erfahrung hat, was mir dann auch nochmal wichtig war, dann auch hier mit dazuzunehmen. Die Vorbereitung plus minus ein paar Tage, circa 6 Wochen. Ist schon klar, wie ihr das Ganze unterteilt oder wo ihr Schwerpunkte setzen wollt oder wie ihr das Ganze gestaltet? Ja, also klar, erstmal im athletischen Bereich dann auch, weil unser Spiel natürlich schon auch sehr intensiv ausgelegt sein soll, so wie wir spielen wollen. Zu Beginn auch im Pokalspiel in Braunschweig, dann das Derbyspiel dann gleich, ja, bei Union. Und so sind die Schwerpunkte dann zu Beginn der Vorbereitung athletische Komponente, aber dann klar auch um unser eigenes Spiel, eigene Prinzipien dann auch auf den Platz zu bekommen. Eine sehr gute Ordnung, sehr aktive Ordnung dann in der Arbeit gegen den Ball und das werden die ersten Schritte sein. Auch da aktiv, wenn du von der Arbeit gegen den Ball sprichst, vielleicht nimm unsere Fans einmal mit, wie stellst du dir grundsätzlich so das Spiel unserer Herthaner vor? Ja, es soll mutig sein. Also ohne jetzt schon ins Detail reinzugehen, weil klar wird auch erstmal wichtig sein, wie der Kader dann auch am Ende aussieht. Aber er soll schon sehr, sehr mutig sein, sehr aktiv sein und dass wir einfach gegen den Ball gut strukturiert sein wollen. Das wird die Basis sein auf allem und dann natürlich darüber hinaus sehr zielstrebig dann auch Richtung Tor agieren wollen. Und das werden die Bausteine sein und alles andere wird sich dann im Detail im Verlauf der Vorbereitung dann auch ergeben, wenn der Kader dann zum Schluss steht. Aber wichtig sein für uns, dass wir wirklich mit Intensität Fußball spielen, aktiv Fußball spielen und nicht einen abwartenden Fußball auf dem Platz sehen wollen. Wie würdest du allgemein den Trainer Sandro Schwarz beschreiben? Ja. Schwierige Frage, ne? Ja, es ist relativ schwierig, mir fällt es schwer, über einen selbst zu sprechen und auch als Mensch so, sondern ich freue mich, was ich sagen kann, ich freue mich jetzt total auf die Herausforderung, als Gemeinschaft jetzt diesen Weg zu gehen und diesen Umbruch auch mit voranzuschreiten, die Entwicklung voranzuschreiten und alles andere haben wir genügend Leute, die mich dann bewerten als Mensch und als Trainer. Thank you.
Drückst du auch? Nee, ne? Doch, doch. Achso. So, herzlich willkommen in unserem Medienkonferenzraum. Hier finden dann vor dem Spiel unsere Besprechungen statt. Dein Platz ist da oben. Die Journalistinnen und Journalisten sitzen da unten und werden dich mit Fragen löchern. Das gehört dazu. Genau, das gehört dazu. Unser TV-Team hält hinten natürlich alles auf Kamera fest. Genau. Willst du mal Probe sitzen einmal? Da, oder kommt das noch früh genug? Ich denke, das ist gut. Ich habe ja morgen die Vorstellung, das kommt früh genug und würde jetzt mal tippen, dass der Stuhl sich jetzt nicht anders anfühlt. Ich denke auch, sowas wirst du kennen. Ja. Lass uns doch noch einmal, wo wir gerade hier stehen und über Spieltagskonferenzen sprechen, über unser Auftaktprogramm reden. Wir haben Freitag die Ansetzung bekommen. Geil. Geht mit einem richtigen Kracher los. Was habt ihr gedacht, als Freitag dann der Spielplan rausgekommen ist? Ja, klar, ist herausfordernd und dennoch ist es geil, gleich mit dem Derby zu starten. Eine Woche vorher in Braunschweig, Pokalspiel, wird auch ein sehr emotionales, wird ein Pokalfight werden, mit großer Sicherheit. Und dann direkt am ersten Spieltag das Derby vor der Brust zu haben. Ich glaube, ich freue mich drauf, total jetzt auch, dass es dann nach der Vorbereitung, 5 Wochen Vorbereitung jetzt, wirklich seriös zu arbeiten, an unserer Spielidee zu arbeiten, in dieser Aktivität drin zu sein, um dann gut präpariert zu sein gegen Braunschweig und dann eine Woche später dann auch beim Auftaktspiel bei Union. Wir reden nochmal über die Vorbereitung. Mhm. Wenn du die Arbeit jetzt ansprichst, gibt es einen Spieler, der die Vorbereitung unter dir schon etwas kennengelernt hat? Ja, schon ein paar Mal. Was glaubst du, freut sich Suat Serdar auf die knackige Trainingsarbeit, die jetzt kommt? Ich gehe davon aus. Also klar, ich kenne ihn schon als 16-Jähriger, damals als U19-Trainer, wo ich dort war in Mainz und als 16-, 17-Jähriger im Nachwuchsleistungszentrum dort schon gespielt, trainiert, dann gemeinsame Zeit U19, U23, Profimannschaft gehabt. Und ja, wir freuen uns, dass wir jetzt wieder zusammenarbeiten, hatten eine gute Zeit und da wollen wir jetzt anknüpfen, jetzt auch hier weiterhin erfolgreich zu sein. Kennst du sonst noch Spieler irgendwo persönlich, außer durch die Duelle gegeneinander, die ihr hattet? Nein, persönlich nicht, aber klar, schon oft über den Weg gelaufen, das ein oder andere Gespräch schon gehabt und wir hatten jetzt auch schon im Urlaub mit sehr, sehr vielen Spielern Austausch gehabt, ob es SMS war oder dem ein oder anderen Telefongespräch und freue mich dann auch nach und nach ab Mittwoch die Jungs zu sehen, dann hier auf dem Trainingsplatz und dann in 2 Wochen, wenn die Nationalspieler wieder da sind. Wir würden sagen, wir drücken dir von Herzen die Daumen, dass die Trainingsarbeit gut beginnt, die Vorbereitung gut läuft, mit Blick auf das Derby natürlich alles im Griff ist und wünschen dir jetzt dann ein frohes Schaffen. Vielen Dank. Nächste Zeit. Dankeschön. Gut. Dankeschön.